Heute zeige ich euch, wie man eine Waschmaschine, deren Tür nicht mehr aufgeht, aufkriegt und das Ganze auch noch mit ein paar kleinen Werkzeugen reparieren kann, ohne einen teuren Türgriff bezahlen zu müssen. Es funktioniert am besten mit manuellen Türgriffen, also keinen elektronischen Türgriffen, aber vielleicht geht es auch da, ich habe es nicht ausprobiert. Also die Tür geht nicht mehr auf, wir brauchen einen dünnen Faden, einen dicken Faden und dann noch die passenden Schrauben oder Bitsets, um die Innenverkleidung der Tür abzumachen. Bei mir sind das diese sternförmigen Bits in zwei verschiedenen Größen gewesen. Als erstes nehmen wir den dünnen Faden und hebeln die Tür, wie hier gezeigt, auf, indem wir den Faden seitlich anlegen und hinter der Tür entlang ziehen und damit dann den Schließmechanismus aufhebeln. Das sollte ein stabiler Faden sein, der nicht reißt. Das ist ein bisschen Kraft braucht man da. Sobald ich die Tür dann aufhabe, schraube ich die Innenverkleidung ab. Achtung, dass diese Glaswanne nicht runterfliegt. Und dann sieht man auch den Scheiß schon. Da ist dann dieser Griff. Den kann man für rund 35 bis 40 Euro nachbestellen. Man sieht hier auch gleich die gebrochenen Stellen, weil es Plastik ist und es ist klar, dass das früher oder später irgendwann mal bricht. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme meinen stabilen Faden, binde eine kleine Schlaufe, lege ihn um den Hebel herum, um diesen Schließhebel herum, schraube die Innenverkleidung oder lege die Innenverkleidung erstmal drauf, bringe die Tür dann wieder ins Scharnier und schraube dann erst die Schrauben wieder fest, mache die Waschmaschine zu und kann, wie hier gezeigt, die Waschmaschine von nun an einfach aufmachen und habe null Geld investiert.